Da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Barbarian Invasion und wir haben letzte Folge die Festung der Goten erfolgreich erobert mit vielen Verlusten und werden erstmal die Siedlung wieder ausradieren und den Römertempel abreißen. Ja, fortzubilden gibt's einiges. Wir haben ja einen Haufen Verluste gemacht. Ein Volk auf der Flucht, die Goten, das war also die einzige Siedlung von denen. Und ich sehe, die Burgunder sind wieder auf dem Vormarsch zu unseren Festungen, die wir jetzt hier auch ein bisschen teilweise verstärken müssen. Auch wenn mal wieder die Bevölkerung darunter leidet, aber komm. Sonst können wir es da nicht halten. So, ich warte immer noch, bis die Slaven da wegziehen, damit wir hier mal offensiv werden können. Gott! Hab ich schon voll nicht getroffen. Ja, okay. Was machen wir als nächstes? Das wird auch unser nächstes Ziel sein. Die Festung Arles. Und hier oben können wir noch im Moment noch nichts bauen. Außer eine Taverne. Habe ich hier nichts in Auftrag gegeben? Ah, wahrscheinlich weil das Game wieder abgeschmiert ist. Wieder immer. Es ist immer toll, wenn das Game abschmiert. Aber naja, was soll man tun? Nee, das ist... Machen wir Schützenplatz lieber. Ach, und hier noch ein Donar, habe ich ganz vergessen. Zack. Ansonsten alles im Bau. Wunderbar. Wir können es auch eine Armee hier hochziehen. Bauen dazu aber erstmal ein Schiff und hier ein paar Einheiten. Wunderbar. Klappt ja alles wie es klappen sollte. Gut, wir würden mal sagen, wir gehen in die nächste Runde. Und sind gespannt, was uns erwartet. Nix, die drehen wieder um. Und die sind natürlich jetzt noch viel mehr... Oh Gott. Patrick führt in Irland das Christentum ein. Patricius, oder Patrick, ist mit dem Evangelium Christi nach Irland zurückgekehrt. Dort war er bis zum Alter von 16 ein Sklave gewesen. Dann entkam Marvin Sukat, studierte in verschiedenen Klöstern auf dem Festland und änderte seinen Namen in Patricius. Er kehrte als Ergebnis eines im Traum erhaltenen Befehls nach Irland zurück. Die Horden kommen, die Goten. Die Horden kommen, die Roxolanen. Jetzt geht's aber. Müssen wir echt aufpassen, dass wir unsere Festungen halten können. Komme, was wolle. Was ist das denn da? Das hört sich interessant an, machen wir das mal. Ja, oh, schön fortbilden. Nein, keine Bauern. Ja, eine Steinmauer wäre jetzt hier vom Vorteil auf jeden Fall. Weil sonst reißt uns die noch die Bude ein. So, wie sieht's hier aus? Eine größere Schlacht, ne? Würde ich mal behaupten... Mach hier noch ein Spiel. Kann der mal da vorne hin? Nee? Okay. Machen hier noch ein Spion, bevor wir da angreifen. Oder greifen wir so an? Komm, wir greifen einfach so an. Und reißen ihm die Bude nieder! Mit drei Rammböcken. Und auch mit ein paar Söldnern. Das dürfte doch genügen. Und da können wir noch immer noch einen hinzu. Ui. Bogenschützen und Mast, hä? Sehr viel Kavallerie. Sind, glaube ich, die Axtkämpfer ganz gut dafür, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Ansonsten können wir ja nicht mehr viel machen. Oder wir könnten auch... Wir könnten versuchen... Wir könnten... Ja, wir könnten eigentlich Rom einnehmen. Müssen nur da gucken, dass wir die Festung nicht zu sehr... da zurücklassen, weil... Die ist nicht so gut geschützt da oben.
Ne, da müssen wir halt hier noch ein paar bauen. Ist doch auch kein Problem. Ja. Marschieren. Dann entsteht hier so ein kleiner Trupp für Rom. Ist auch gut. Und der Rest ist eigentlich alles schön gesaved, kann man sagen. Nur, dass wir jetzt drei Horden auf den Fersen haben. Oh, krass, die sind alle auf einem. Oh, jetzt kommen die auch noch an. Ja, die Seeschlacht können wir eh nicht gewinnen. Anführer stirbt. Krass. Na komm, die können wir mal auflösen hier, obwohl die auch sehr gut war. Die könnten wir vielleicht auch mal zusammentun hier. Und die da können wir eigentlich auch mal auflösen. Die sind ja mega unnötig geworden jetzt mittlerweile. Somit haben wir hier eine Full-Stack-Armee. Super, dann können wir die alle fortbilden mal. Wir haben erstmal unsere Ruhe. So. Die Tavernen wurden alle fertiggestellt. Hier können wir einen Schützenplatz bauen. Hier wäre eine Sandgrube ganz okay. Und hier oben müssen wir ein bisschen auf Militär gehen, damit wir auch was fortbilden können. Beziehungsweise rekrutieren, weil das ist ja hier alles nur Schabernack. Das sind ja Einheiten, die, naja, das ist nicht so toll, ne? Das ist. Und hier wird noch die Heldenhalle gebaut. Unser Schiff kann ja mal an Land. Wir haben am meisten Fortschritt. Wer ist denn unser neuer Anführer überhaupt? Okay. Der ist aber auch ganz schön alt geworden, ne? Die haben alle keine Merkmale, das ist krass. Kann man die Merkmale auch verschieben, glaub, gell? Ne, die Folge. Die könnte man verschieben. Okay, ne, egal. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, es wird Zeit für eine Schlacht. Und es wird keine andere sein als die da. Und ich freue mich, wir sehen uns in der Schlacht drin wieder. Und ja, bis bald, ne? Dies ist ein Tag der Lieder. Die Barden werden von unserem Mut und dem Blut der Feinde erzählen. So sieht es aus. Guckt euch unsere Streitmacht an. Ist sie nicht schön? Wäre die nicht würdig, die ganze Welt zu erobern? Ist sie nicht würdig, um Rom Einhalt zu gebieten? Das ist doch mal eine Armee, die sich einfach sehen lässt. Ich hätte die nicht gerne vor meiner Haustür, muss ich sagen. Aber gut, haben wir Bogenschützen? Nein, wir haben keine Bogenschützen. Das macht das Ganze umso spannender, weil die wahrscheinlich uns jetzt gerade zuscheißen werden mit irgendwelchen komischen Pfeilen. Was ist das hier? Da haben wir doch Bogenschützen. Epische Musik hier am Start beim Let's Play Barbarian Invasion. Wir gewinnen das. Hier haben wir auch eine Fernkampfeinheit, sehe ich gerade. Gut, und was erwartet uns hinter den Toren der sarmatischen Festung? Leichte Kavallerie. Sarmatische Jungfrauen. Interessant. Speerträger. Schwere Infanterie. Nee, nur Normalinfanterie. Bosporianische Infanterie. Dadadan. Der Ramrock ist an den Mauern. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit. Der Rambock ist am Tor. Oh ja. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit für große Taten. Zeit für große Taten ist es
Jeden Tag, mein Lieber. Das Tor ist durchbrochen. Eure Krieger haben mit dem Rambok tapfer ihre Pflicht getan. Und mit diesem Schlachtruf geht es los ins Getümmel. Wir haben die Mauern. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Ja, der Weg zum Sieg liegt vor uns. Und der Weg zu der Eroberung dieser Festung auch. Nein, er geht da rein. Sorry. Wie sieht's aus, meine Krieger? Sieht ziemlich gut aus bisher. Das sind aber coole Bogenschützen. Da sind wir auch drin. Die Jungfrauen werden gerade niedergemetzelt. Die Armen. Aber was will man machen, ne? Ui, wie sieht sie aus? Ein schönes Getümmel. Oh, und hier, was ist das denn? Alanische Adelskavallerie. Die scheint sehr gut zu sein. Müssen wir aufpassen. Aber scheint gut zu gehen mit unseren Axtkämpfern. Die hauen richtig Damage rein. In die Panzerung. Hier ist der Sieg klar. Und hier? Krass. Da fliehen die Ersten. Massenpanik, sei Dank. alle rein hier. Krass, sogar die haben wir in die Flucht geschlagen. Da kommen schon die nächsten Einheiten. Aber verlieren auch schnell den Kampfgeist. Kein Wunder, gegen so gepanzerte Axtkämpfer würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Und da ist die erste Einheit komplett zerstört worden. Super. Das erfreut mein Herz. Würde ich mal sagen, wir rücken da einfach mal vor, ne? Und ihr kämpft ja noch gemütlich weiter. Und schnell sinken die Zahlen der Einheiten, wie man hier sehen kann, ne? Ist krass einfach. Bim, 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 bim. Schöne Verluste, wie man hier erkennen kann. Okay. Da sind sie alle schon bereit. Und noch sehr viele. Ach du Heilige. Wo ist denn der General überhaupt? Da vorne. Der scheint sehr gut zu sein. Aber mal gucken. Dun, dun, dun. So. Dun, 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 dun. Da müssen wir doch mal ein bisschen gucken, was da alles so passiert. Aber... wie es scheint, mache ich mal kurz. Wisst ihr was? Ich mache mal kurz hier. Ist mir doch ein bisschen zu laut hier, die Musik.
So, schon angenehmer. Bum, 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 bum. Aber schon epische Musik, was hier in Rome Total War zusammengebastelt wurde. Mein vollen Respekt. Auch was das Game heute noch so bietet, ist auch sehr alt, muss man sagen. Und trotzdem kann das Game noch mit ganz vielen Spielen mithalten. Ach, ihr lässt sich abschießen. Oh, krass. Bams. So ist er meine Stoßeinheit, die von der Seite kommt. Und ihr müsst alle mal rein. Kommt, Jungs. Wir müssen hier vorwärts kommen. Krass, wie die einfach hier reinreiten und sterben, ne? Ach, die werfen gerade Äxte, okay. Oh, und da kommt der Ansturm der Kaff. Aber wir bleiben standhaft, lassen uns ein bisschen zurückdrängen, aber verlustmäßig sind auf jeden Fall die Gegner auf dem Vorsprung. Keine Chance, die Gegner. Einfach keine Würze gegen unsere Armee. Gegen unsere Einheiten. Bam. Okay, wie sieht's da aus? Ihr macht nix. Frag mich gerade nur, wieso ihr nichts macht, aber okay. Ja, der Rest der Armee kann eigentlich draußen warten. Was ist das da eigentlich? Ah, das wären noch mehr Axtkämpfer gewesen. Und ihr könnt mal vorrücken, würde ich sagen. Oh, und ich Idiot, lass meine Einheiten hier stehen. Naja, sind eh nur Söldner. Oh, was geht denn hier? Schönes Gemetzel hier. Ein Fehler der Kaff, bei einem Engpass zu kämpfen, auf jeden Fall. Weil wir haben da auf jeden Fall mehr Platz. Schön. Boah, da kommt keiner durch, ey. So, und wir können hier mal von der Seite mal ein bisschen agieren. Ah, das ist sogar der General. Klar, wenn er jetzt hier bei uns eine Massenpanik auslöst, dann haben wir Probleme. Aber ich glaube, das wird nicht so der Fall sein. Ihr fällt schön ein nach dem anderen. Da ist der General von den Feinden. Wäre schön, wenn wir den zu Fall bringen könnten. Da wäre die Moral im Keller. Aber wem sagst du das, ne? Wem sagst du das? Jawohl, nice.
Boah, krass, wie die vorrücken, ey. Oh, aber jetzt langsam mach ich mir doch Sorgen. Aber die Verluste sind enorm einfach. Bam, bam. Einfach die Schlacht genießen. Und sehen, wie langsam und nach die Feinde verschwinden und zugrunde gehen. Schöner Anblick. Wenn es noch weiter vorrücken, sind sie in der Zange. Jetzt sind sie in der Zange. Jetzt sowieso. Ich glaube, weiter als hier kommen sie eh nicht, weil von der Seite und von vorne dann gedamaged zu werden, ist schon krass. Aber was sie aushalten, ist auch krass. Komm, wir machen hier mal eine Ego-Party da vorne. Oh, die ersten fliehen. Sag mal, da ist der General, haut ihn doch oben hier. Jawohl, das war's. Seine Lakaien fürchten uns zurecht. Das war's. Das war ein sehr guter General. Sonst hätten die niemals so lange ausgehalten. Und wir fallen jetzt von allen Seiten ein. Wunderbar. Gehen hier direkt auf die Speerträgerinnen. Auf die Kaff drauf. Wie es sich gehört. So. Badabums, badabums. Bisschen vorspulen hier. Oh, krass. Ja gut, die fliehen auch gerade mit einem Schlag. Das ist ja... Oh, ich würde gerne da einfallen. Wenn das geht... Weil hier haben wir wieder so einen Frontkampf. Aber schlagen uns wie immer gut. Freut mich für unsere Truppen. Haben bisher 23% Verlust, ist natürlich auch eine enorme Zahl. Ja, und sonst so? Ja, alles okay. Wir werden die nach und nach abgeschlachtet. Dann können wir die auch mal in den Rücken fallen. Und zwar jetzt. Aber bitte schnell. Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Ach, das war schon. Das sind die letzten überlebenden Speerträger. Und massakriert von unseren Speeren. Große Siege wie diesen erringen nur die Besten. Oh, wie krass es aussieht hier. Klarer Sieg, kaum Verluste, naja, geht. Und mit dieser epischen Schlacht sage ich mal tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.